Auf der gesamten Anlage stehen etwa 30 Pferde. Ich kümmere mich im Moment um 11 Pferde, reite aber auch nicht nur alleine, sondern habe auch noch welche, die bei mir mitreiten. Gerade dadurch, dass man ja doch in diesem Jahr weniger, aber sonst auch sehr viel auf Turnieren ist und auch viele größere Turniere, die dann einfach schon mittwochs anfangen, ist man dann doch oftmals gar nicht so viel hier. Und dementsprechend haben wir natürlich auch Personal, die sich sonst um das Reiten, Bewegen und die Pflege der Pferde kümmern. Ich bin in der Regel zwischen 7:30 und 8 hier und fange dann an zu reiten bis mittags um 1 und dann von 3:30 bis 6 geht es nochmal weiter. Bei mir ist es so, ich bin angestellt, dass eigentlich alle Pferde, die hier sind, gehören demselben Besitzer und dem Besitzer des Stalls. Im Grundsatz, wir haben einen Bereiter, der sich um die Ausbildung der Jungpferde kümmert. Ich kümmere mich dann um die etwas älteren Pferde, in der Regel frühestens ab 6-jährig, eher ab 7-jährig, ab dem Alter, wo sie dann auch nachher auf der Youngster-Tour, in der Youngster-Tour eingesetzt werden können. Und wir haben, ich glaube, am Ende 10 Mitarbeiter hier, die sich um die gesamte Anlage und um alle Pferde kümmern. Ich denke, auch das Turnierreiten ist meist das beste Training und das hat natürlich auch komplett gefehlt, gerade für die jüngeren Pferde, aber natürlich auch für die älteren Pferde. Ja, der Fokus lag ganz klar mehr auf den jüngeren Pferden. Gerade bei denen ist es natürlich so, denen kann man noch mehr beibringen, die müssen noch mehr lernen. Und bei den älteren Pferden war es bei mir eher so, dass die, sag mal, ein klein bisschen Urlaub hatten, sag ich mal. Die wurden auch täglich geritten, ausgeritten, mal im Wald oder longiert. Aber die wurden wenig oder kaum gesprungen und hatten wirklich einmal ein bisschen Pause.